Hi, ich bin Ralisa und ihr kennt mich vielleicht von Instagram und ich bin heute hier bei Erklär mal und versuche, eure Fragen zu beantworten. Vielen Dank. Okay, nächste Frage. Ich habe mich letzten Monat registriert, aber noch nichts von euch gehört. Heißt das, ich komme als Spender nicht in Frage? Okay. Antwort. nein, das heißt es, glaube ich, nicht. Denn, also ich glaube, man wird jetzt in die Datenbank aufgenommen und sobald es zu einem Match kommt mit einem Erkrankten oder wo du womöglich der genetische Zwilling bist, dann wirst du kontaktiert. Also das kann sein, dass das gleich beim ersten Anlauf nicht so ist, aber es kommen ja leider täglich auch immer neue Erkrankte dazu und irgendwann kommt es dann hoffentlich zu einem Match. Ich denke, das ist die Antwort auf diese Frage. Oder? Für die Spende liegst du richtig. Für die Registrierung ist es so. Nachdem man sein Registrierungsset mit dem Wangenabstrich zurückgeschickt hat, kann es 8 bis 12 Wochen dauern, bis die Spenderkarte per Post zugeschickt wird. Sobald die Gewebemerkmale bestimmt wurden, steht man aber im weltweiten Suchlauf zur Verfügung. Basierend auf unseren Erfahrungswerten kommt es bei etwa einer von 100 registrierten Personen tatsächlich zu einer Stammzellspende. Trotzdem ist es wichtig, dass man die Kontaktdaten immer aktualisiert, sodass wir jeden erreichen können, der als Spender in Frage kommt. Das kann man bequem über die DKMS-Webseite machen oder anrufen. Fast richtig gerade. So Leute, hier oben findet ihr alle weiteren Antworten auf eure Fragen und hier unten könnt ihr euch direkt als Spender bei der DKMS registrieren.